Abenteuer Minigolf gab es im Rahmen der Amstettner Ferienspiele zu erleben. Direkt vor der Haustüre in Ulmer Feldhaus Menning bietet der Miniaturgolfclub Askö Ipstal die perfekten Bahnen zum zielgenauen Einlochen. Aber so einfach nur den Schläger in die Hand und draufschlagen gilt nicht. Drei Sachen eigentlich, das was das Wichtigste ist. Wenn ein Anfänger da ist, man nimmt zwar an, das ist für jeden selbstverständlich, ist aber nicht so. Den Schläger nimmt man mal fest in die Hand. Dann stellt man sich gerade zur Bahn. Und das Dritte ist, man schaut nicht nach. Und das versuche ich jetzt unseren Kindern, die was dann da sind, näher zu bringen, zu erklären. Und wenn sie einen Spaß haben und wenn es ihnen gefällt, wir haben am 15. August unsere Stadtmeisterschaft, da waren sie prädestiniert, da mitzuspielen. Minigolf ist nicht nur Technik, Geschick und Konzentration, es ist auch eine Sportart für die ganze Familie. Es werden zwar die anderen Sportarten nicht gern hören, ist aber die einzige Sportart, wo der Opa mit dem Enkelkind auf ein Turnier fahren kann. Und alle nehmen daran teil. Es gibt zwei Seniorenklassen, eine allgemeine Klasse, eine Jugendklasse, eine Schülerklasse und alle spielen ein Turnier. Also es ist nicht so wie beim Tennis. Ich habe genug Bekannte, die was Tennis spielen, wo entweder der Sohn, die Tochter spielt. Da sitzen die Eltern zwei, drei Stunden planlos um und um und warten und hoffen und warten, irgendwann wird es vorbei sein. Oder andersherum, die Eltern spielen und die Kinder sitzen planlos um und um. Also miteinander können sie kein Turnier spielen, weil es das einfach nicht gibt. Die Synergie Minigolf, Familie und Turnier funktioniert beim Verein perfekt. Die Familie Irxenmeier, allesamt Mitglieder des Miniaturgolfclubs in Ulmer Feldhaus Menning, kann mit Titeln wie Landesmeister, Staatsmeister, Vize-Europameister und auch Vize-Weltmeister aufwarten. Ja, wir haben immer einen Nachwuchs gehabt. Und es ist uns immer gelungen, den Nachwuchs ins Nationalteam zu bringen. Wir haben eine Jugendbetreuerin gehabt, das war die Michaela. Und sie arbeitet jetzt auch noch mit der Jugend. Und ihre Tochter, also sprich unsere Enkelin, das ist die vierte Generation Minigolfer schon in der Familie. Sie hat bei der Staatsmeisterschaft den Vize-Staatsmeister und den Staatsmeister gemacht heuer. Ist dadurch ins Nationalteam einberufen worden, ist momentan in Lettland bei der Europameisterschaft. Einer der jüngsten, was jemals ins Nationalteam der Jugend einberufen worden ist, weil sie nur Schülerin mit 12 Jahren. Geschult von geprüften Lehrwarten konnten sich die jungen Minigolfer auf den Bahnen so richtig austoben. Einen ganzen Nachmittag waren die Kids in Bewegung und waren mit dabei. Weil es einfach Spaß macht. Mir macht es auch sehr Spaß. Den Minigolf-Spaß für die ganze Familie gibt es von Mai bis September auf der Anlage des Minigolf-Club Askö Ipstal Ulmerfeld Haus Menning.